Falsches Zitieren gibt nicht nur Notenabzug, sondern ist sogar ein Diebstahl fremden Gedankengutes. Denn wer Zitate nicht kennzeichnet und die Quellen nicht angibt, der verletzt das Urheberrecht und verstößt gegen die Prüfungsordnung. Damit bei eurer nächsten Arbeit nichts schief geht, zeige ich euch in den nächsten Minuten die 5 goldenen Regeln des Zitierens. Direktes und indirektes Zitieren. Bei Zitat denkt erstmal jeder an sowas. Anführungszeichen unten, bekannter Spruch, Anführungszeichen oben. Wenn ihr etwas wortwörtlich von jemandem übernehmt und in Anführungszeichen setzt, dann ist das ein direktes Zitat. Aber auch wenn ihr eine Aussage in eigenen Worten sinngemäß wiedergebt, auch dann ist es ein Zitat, und zwar ein indirektes. Dasselbe gilt, wenn ihr etwas zusammenfasst, das ihr gelesen habt. Das ist auch ein indirektes Zitat. Ob wortwörtliches oder sinngemäßes Zitat, die Quelle muss in jedem Fall kenntlich gemacht werden. Als direktes Zitat sieht das dann so aus. Liegt ein vollständiger Satz vor, kommen erst der Punkt und dann die Gänsefüßchen, nicht andersrum. Und indirekt zitiert könnte es so lauten. Zitate belegen Aussagen. Ihr reiht ein Zitat an das andere und ärgert euch dann über eine schlechte Note? Ja, kein Wunder, denn eure eigene Leistung fehlt. Zitate belegen eure Argumentation, sie ersetzen sie nicht. Darum solltet ihr das Zitat einleiten, es erläutern und besondere Aspekte betonen. Als Faustregel könnt ihr euch merken, was ihr auch gut in eigenen Worten wiedergeben könnt, zitiert ihr am besten indirekt. Nur sehr treffend formulierte, aussagekräftige oder plakative Zitate übernehmt ihr wortwörtlich. So wird die Hausarbeit zu eurem eigenen Text. Direktes Zitieren bedeutet übrigens nicht, dass ihr den ganzen originalen Abschnitt von Anfang bis Ende übernehmen müsst. Manchmal sind Kürzungen oder kleine Veränderungen nötig. Und bei denen ist es wichtig, einiges Formales einzuhalten. Formales berücksichtigen. Wissenschaftliche Autoren sind bekannt für ihre endlosen und komplizierten Sätze. Wollt ihr einen Teil des Zitats auslassen, setzt ihr für das ausgelassene Stück einfach eckige Klammern mit 3 Punkten drin. Auch alles, was ihr an dem Originalsatz verändert, wird in eckige Klammern gesetzt. Das gilt für jeden einzelnen Buchstaben und jedes Satzzeichen. Wenn ihr nur einen Teilsatz übernehmt, ist es manchmal nötig, kleine Änderungen vorzunehmen, damit grammatikalisch alles passt. Wie hier zum Beispiel. Große und Großes. Ziemliche Korinthenkackerei? Stimmt. Und jetzt wird's noch spezieller. Beim direkten Zitieren über 3 Zeilen lasst ihr die Anführungszeichen weg. Ja, und woran merkt man dann, dass es ein Zitat ist? Ja, als Ausgleich rückt ihr es dafür nämlich links um 1,25 cm ein und verkleinert den Zeilenabstand auf 1,0. So hebt sich das Zitat dann vom restlichen Text ab. Wenn ihr an diese Kleinigkeiten denkt, könnt ihr jeden Germanisten beeindrucken. Eine Checkliste zum Abhaken findet ihr am Ende des Videos. Okay, das Zitat steht korrekt in meinem Text. Aber wie gebe ich denn jetzt eigentlich die Quelle richtig an? Es gibt mehr als 130 Millionen verschiedene Bücher auf der Welt und über 1 Milliarde Websites. Damit jeder Leser nachvollziehen kann, woher ihr eure Infos habt, müsst ihr die Quellen richtig angeben. Auch hier kommt es darauf an, peinlich genau die Reihenfolge einzuhalten. Aber keine Panik. Ich habe euch mal eine Schablone gemacht. Ihr müsst nur noch die Angaben eurer Quellen eintragen. Als erstes kommen Nachname, Komma und dann Vorname des Autors. Sind mehr als 3 Autoren an einem Text beteiligt, nennt ihr nur den ersten und U.A. für und andere. Nach einem Doppelpunkt kommen Titel, Punkt und Untertitelpunkt. Die Auflage, falls es nicht die erste ist. Punkt, der Erscheinungsort und das Erscheinungsjahr. Und am Ende die Seitenzahl. Geht euer Zitat über 2 Seiten, gebt ihr das mit einem F-Punkt für folgende an. Und geht es über mehr als 2 Seiten, ein FF-Punkt. Die Quelle gebt ihr direkt nach dem Zitat in einer Fußnote an. Manche Prüfer wollen sie aber in Klammern direkt in den Text. Fragt am besten nochmal nach, ob euer Prüfer Fan von der einen oder der anderen Weise ist. Egal, wie ihr euch entscheidet, wichtig ist, dass ihr es einheitlich macht. Und unbedingt jedes Satzzeichen genau einhalten, da wird immer super viel Wert drauf gelegt. Bei indirekten Zitaten kommt vor die Quellenangabe immer ein VGL-Punkt. Das steht für Vergleiche und signalisiert, hier wird indirekt zitiert. Bei wortwörtlichen Zitaten gibt es keine solche Angabe. Woher ihr die ganzen Angaben wie Auflage und Erscheinungsort wissen sollt? Die stehen meistens auf der ersten Seite eures Buches. Und was mache ich dann, wenn meine Quelle kein Buch ist, sondern diese grandiose Gartenzeitschrift hier? Wenn eure Quelle ein Aufsatz in einem Sammelband oder einer Fachzeitschrift ist, muss der Herausgeber und das Erscheinungsjahr und bei Zeitschriften noch die Heftnummer genannt werden. Dafür habe ich die Grafik von vorhin ein bisschen verändert. Zitiert ihr etwas, das ihr online gefunden habt, gehört das Datum dazu, an dem ihr die Website zuletzt aufgerufen habt. Puh, ganz schön viel, an das man denken muss. Aber die letzte Regel erspart uns immerhin ein bisschen Aufwand. Abkürzen. Die ganze Quellenangabe müsst ihr nur beim ersten Mal hinschreiben. Ab dann reicht ein Kurztitel, der so aussieht.
Habt ihr mehrere Werke von demselben Autor, kommt noch ein Teil des Titels dazu, sodass es eindeutig ist, aus welchem Text ihr gerade zitiert. Und noch eine Abkürzung. Wenn ihr zweimal direkt hintereinander aus demselben Text zitiert, besteht die zweite Quellenangabe nur aus einem, in Klammern, Vergleiche EBD-Punkt und der Seitenzahl. Das steht für eben da, ein altes Wort für dasselbe. Ja, mit diesen 5 Regeln seid ihr gut gebrieft für eure Arbeit. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann schreibt sie mir in die Kommentare. Und hier findet ihr noch einmal eine Checkliste zum Abhaken. Wenn es euch geholfen hat, Abo dalassen und Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!